beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen schönen Sabbattag, den du uns geschenkt hast, den wir in Gemeinschaft miteinander und in Gemeinschaft mit dir verbringen können. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass wir dich immer besser daraus kennenlernen können. Und wir danken dir, dass wir uns immer im Gebet an dich wenden können und dass wir auch persönliche Erfahrungen mit dir machen können. Wir bitten dich, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, dass du unsere Herzen und auch unseren Verstand öffnest, dass wir dich immer besser verstehen und dir immer ähnlicher werden. Wir danken dir dafür im Namen deines Sohnes Jesus. Amen. Amen. Wir wollen heute in der Predigt Matthäus 17 aufschlagen. Und wir werden den größten Teil in Matthäus 17 verbringen, aber um zu sehen, was in Matthäus 17 steht, um das vollständig zu verstehen, müssen wir auch ein bisschen nachschauen, was hat Jesus in Matthäus 16 zu uns gesagt. Wir halten ja hin und wieder Gesundheitsvorträge und in den Vorträgen versuchen wir immer positive Beispiele zu finden, was ein gesunder Lebensstil so für Benefits hat. Und wenn ich euch beide sehe, dann werde ich euch beide demnächst als Beispiel mitnehmen. Also ich glaube, ich hätte nicht 90 getippt. Ich bin gerade umgefallen, als ich das gehört habe. Also wirklich, man... Ja, siehst du. Ja. Also das ist wirklich ein tolles Beispiel. Man hat vor einiger Zeit einen Versuch gemacht mit Mäusen oder mit Ratten, hat die in einen Käfig gepackt . Das ist jetzt die Maus. Sie sieht eher aus wie eine Katze, aber das ist eine Maus. So. Und hat geguckt, wollte feststellen, wie viel Stress, wollte den Stress bei der Ratte oder bei der Maus messen. Also hat man Stress der Ratte zugesetzt, man hat grelles Licht scheinen lassen, man hat hier eine Box gemacht mit lauter Musik, man hat unten Elektroschocks gemacht. Also alles, was der Ratte nicht passt, hat die sonst gesund ernährt, aber hat eben gesagt, okay, die kriegt Schocks und die kriegt schlechtes, so grelles Licht und kriegt laute Musik und das verteilt über den Tag. Also den ganzen Tag ging es der gut und hin und wieder, zack, kam laute Musik, kam Stress, kam Elektroschock und dann hat man gemessen, wie viel Stress hat die Ratte. So, das war die eine. Also die war in ihrem Käfig und so alle halbe Stunde, Stunde, unterschiedliche Zeiten, zack, kam der Elektroschock und man hat gemessen, okay, wie viel Stress hat die Ratte. Jetzt hat man einen zweiten Käfig genommen mit einer ähnlichen Maus. Ja, ihr könnt den Links auch mal zeichnen. Hat da unten Elektroschocks wieder gemacht, hat hier dieses grelle Licht gemacht, was die Ratte nicht mag, hat hier diese laute Musik gemacht und hat also die gleichen Schocks der gleichen Ratte ausgesetzt. Mit dem Unterschied, dass hier ein kleiner Hebel war. Und jetzt ein Hebel. Und jetzt hatte die Ratte, also die hat rausgekriegt, wenn die auf diesen Hebel tritt, es kam ein Ton und dann hatte die... musste die innerhalb von ein paar Sekunden diesen Hebel erreichen. Und wenn die das geschafft hat, dann hat die keine Schocks bekommen. Keine Elektroschocks, keine laute Musik, kein grelles Licht, gar nichts. Also diese Ratte saß in ihrem Käfig, hin und wieder am Tag kam so, zack, ein Schock und das war's. Und diese Ratte saß im Käfig und wenn die Musik kam oder dieser laute Ton, dann musste die ganz schnell zu diesem Hebel. Und wenn sie es geschafft hat, war kein Elektroschock da, hat sie das nicht zeitlich geschafft. Dann kam, zack, die volle Ladung, Schock und lauter Krach und grelles Licht. Was glaubt ihr, welche Ratte hatte mehr Stress? Oben oder unten? Wer sagt oben? Wer sagt unten? So, warum hat oben mehr Stress? Und warum hat unten mehr Stress? So, also die meisten haben für unten getippt, leider hat die oben mehr Stress gehabt. Also ihr beiden habt wohl recht. Die Ratte hier konnte nichts gegen ihren Zustand tun. Und die Ratte hier unten, die hatte die Möglichkeit, wenn sie auf den Hebel tritt, dass sie irgendwas gegen ihre Zustände tun kann. Also in der Tat ist es so, und man hat das auf uns übertragen, wenn wir irgendwas gegen unseren Zustand tun können, wenn wir den beeinflussen können, dann haben wir mehr Stress. Jetzt ist die Frage, was ist unser Hebel? Dass sie Gott nicht in ihre Kraft.
Bitte? Also die konnte ihren Zustand beeinflussen und dadurch, dass sie ihren Zustand beeinflussen konnte, war es in der Tat so, dass bei dieser Ratte man weniger Stresshormone im Blut gemessen hat. Jetzt ist die Frage, was ist unser Stress? Oder was ist unser Hebel? Was können wir tun, um in unserem Leben Dinge zu beeinflussen? Also wir haben einen schönen Text dazu. In dem Psalmen, rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören. Also wir haben das Versprechen, dass Gott uns jederzeit erhören will. Und darum soll es auch in Matthäus 17 und auch in Matthäus 16 gehen. Schlag mal auf Matthäus 17. Und wie eben gesagt, bevor wir Matthäus 17 durcharbeiten wollen oder zum Teil durcharbeiten wollen, wollen wir mal schauen, was in Matthäus 16 passiert ist. Also in Matthäus 16 stellte Jesus den Jüngern eine Frage. Welche Frage stellte Jesus den Jüngern? In Vers 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea und Philippi und fragte seine Jünger und sprach. Also jetzt kommt die Frage, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Also Jesus wollte wissen, wer bin ich? Er fragt seine Jünger, okay, sag mir, wer bin ich? Und in Vers 14 kommt die Antwort, sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Also das ist das, was die Leute in der Gegend gesagt haben, wer Jesus ist. Und was hat Jesus dann gefragt? Er fragt seine Jünger, okay, was sagt ihr, wer bin ich? Er fragt also direkt seine Jünger, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und wer antwortet? Petrus. Wer auch anders. Also immer kam Petrus zuerst. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich bin? Und dann Vers 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Also er gibt Jesus eine zufriedenstellende Antwort. Er sagt, okay, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus weiß jetzt, dass seine Jünger wissen, wer er ist, weil Petrus hat stellvertretend für alle anderen Jünger gesprochen. Wie viel Zeit hatten sie schon mit Jesus verbracht? Also sie waren schon einige Zeit mit Jesus zusammen, sie haben ihn kennengelernt und sie wussten, wer Jesus ist. Und das hat Petrus hier bestätigt. Sie hatten aber keine Vorstellung, was Jesus für eine Aufgabe hier auf dieser Erde hatte. Sie wussten, dass er Gottes Sohn ist, aber sie hatten keine Vorstellung, was sollte Jesus hier tun, was war seine Aufgabe, was sollte er wirklich hier durchführen. Jetzt zu Vers 21. Und als das klar war, also die Jünger wussten, wer Jesus ist, sie wussten, dass er Gottes Sohn ist, seit der Zeit fing Jesus an, Kapitel 16, Vers 21, seinen Jüngern zu zeigen. Dieses Wörtchen ist ganz interessant. Also von diesem Zeitpunkt an hat Jesus angefangen, seinen Jüngern etwas zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Also Jesus hat jetzt angefangen, den Jüngern klarzumachen, was passieren wird. Und was hat er getan? Er stellte das Weltbild seiner Jünger komplett auf den Kopf. Er hat ihnen gezeigt, was passieren wird. Was hatten die Jünger für eine Vorstellung? Was haben sie sich gewünscht? Sie haben sich gewünscht, dass das Königreich hier auf dieser Erde aufgestellt werden soll. Und Jesus kommt und sagt, was passieren wird. Er soll getötet werden, am dritten Tag wieder auferstehen. Er hat das Weltbild komplett verdreht, was die Jünger eigentlich hatten. Die hatten das Weltbild eines Messias. Und was heißt Messias? Der Gesalbte. Jesus war der Gesalbte, er sollte der Erlöser sein. Sie haben ihn als König gesehen, als Eroberer und haben gehofft, dass Jesus kommen wird, um ein neues Reich aufzurichten. Das war das Weltbild der Juden. Und dann kommt Jesus und sagt in Vers 21, er muss getötet werden und am dritten Tage wieder auferstehen. Und das war eine komplett verdrehte Vorstellung. Dann in Vers 23 kommt wieder einer der Jünger und wer ist es? Wieder Petrus. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, also Petrus war entrüstet zu dem Zeitpunkt, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Also er sagt zu Jesus, das wird auf keinen Fall passieren. Wieder Petrus. Und was sagt Jesus in Vers 23? Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, du Satan. Also wir sehen hier den ganz gleichen Petrus. Ein paar Verse vorher sagt Jesus was? Super Petrus, du hast recht, genau das bin ich. Ein paar Verse später sagt Jesus zu Petrus, geh weg von mir, du Satan. Und
Wir sehen hier wieder dieses komplett verdrehte Weltbild, was auch Petrus hatte. Geh weg von mir, du Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Also Jesus sagt hier zu Petrus, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das war das, was das Problem, was Petrus hatte. Die Jünger haben also gedacht, es kommt ein Königreich, er wird die Römer wegfegen. Und Jesus kommt und sagt, es wird ganz anders sein, ich werde getötet werden, am dritten Tage wieder auferstehen. Es ist ganz anders, als ihr denkt. Also Jesus wusste, dass seine Jünger wussten, wer er ist, der Messias. Aber sie waren nicht bereit zu wissen, was es bedeutet. Was bedeutet es, wenn Jesus wirklich der Messias ist? Jetzt Verse 24 bis 26. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Also wieder eine komplett andere Vorstellung. Wenn mir jemand nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Der verleugne sich selbst. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wieder ganz andere Vorstellungen als das, was die Jünger in Israel damals hatten. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Vers 26. Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Also diese Vorstellung, die Jesus den Jüngern gegeben hat, das haben die Jünger nicht verstanden. Sie haben in keinster Weise verstanden, was Jesus ihnen hier sagen wollte. Jesus sprach von einem toten Messias. Und dieser Begriff eines toten Messias, das ist ein Widerspruch in sich. Wie kann ein Erlöser tot sein? Also die Vorstellung eines toten Messias war etwas, was die Jünger überhaupt nicht verstanden haben, diesen Widerspruch. Und dann kommt Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, und hier sagt Jesus etwas sehr Seltsames, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Also Jesus sagt, der Messias wird getötet werden. Er sagt aber, dass einige den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Also er hat die Jünger total durcheinander gebracht. Das ist das, was in Kapitel 16 passiert ist. Er hat das Weltbild der Jünger komplett auf den Kopf gestellt. Diese Vorstellung eines Königreiches hat er völlig aus den Angeln gehoben. Und jetzt kommt zu diesem Zeitpunkt Jesus und sagt noch in Vers 28, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und jetzt sind wir bereit für Kapitel 17. Also das ist das, was in Kapitel 16 passiert ist. Und jetzt sind wir bereit, Matthäus 17 zu verstehen. In Matthäus 17, Vers 1 steht, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie auf einen Berg. Ellen White hat das ganz gut beschrieben und sie sagt, dass diese 6 Tage, nach 6 Tagen, 6 Tage waren, in denen die Jünger trauerten, zweifelten, hofften, sich fürchteten, und es waren 6 lange, trübselige Tage. Gerade jetzt fuhren sie an den Ufern des Galiläischen Meeres entlang und näherten sich der Stadt. In all ihrem Zweifel aber klammerten sie sich an den Gedanken, dass irgendein unvorhergesehenes Ereignis das Schicksal, das ihren Herrn erwartete, wenden möge. So trauerten, zweifelten, hofften und fürchteten sie 6 lange, trübselige Tage hindurch. Also das waren einige der schlimmsten Tage der Jünger. 6 Tage wussten sie überhaupt nicht, was passiert. Sie hofften auf einen anderen Ausgang. Und sie hofften, dass irgendein Ereignis passiert, was Jesus doch noch zum König bringt. Aber es passierte nichts. Es waren trübselige Tage. Es waren 6 trübselige Tage. Nachdem Jesus ihr Weltbild auf den Kopf gestellt hatte, die Jünger versuchen, dieses Puzzle zusammenzusetzen, aber es hat in keinster Weise funktioniert. Und am Ende dieses 6. Tages kommt Jesus, nimmt 3 seiner Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, und sagt ihnen, okay, komm, wir gehen hier auf einen hohen Berg. Sie wussten nicht, was los ist, was geschehen sollte, aber sie haben Jesus gesagt, okay, wir gehen mit. Und Jesus nimmt die 3 mit und sie gehen gegen Abend los auf eine Wanderung auf einen hohen Berg. Sie begleiten ihn. Es ist relativ ruhig, keiner redet viel. Sie versuchen immer noch das zu verarbeiten, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Und während sie auf diesen Berg gehen, und Lukas beschreibt das ein bisschen genauer, fängt Jesus an zu beten.
Also Jesus ist mit diesen drei ausgewählten Jüngern, und Ellen White beschreibt diese drei Jünger auch als Jünger, die Jesus bevorzugte, ist mit ihnen auf einen Weg, und während er diesen Weg, diesen Berg erklimmt, fängt Jesus an zu beten. Wofür hat Jesus gebetet? Was glaubt ihr, wenn wir Matthäus 16 kennen, wenn wir wissen, was passiert ist, wenn wir wissen, was Jesus erwartet, wofür hat Jesus wohl gebetet? Wofür würde Jesus beten? Für uns? Genau. Also Jesus betete für seine Jünger. Er betete für seine Jünger, dass die Jünger verstehen, dass er der Messias ist, welche Aufgabe er hat, und dass sie wirklich glauben und wissen, dass er ihr Schöpfer ist. Er betete aber auch für sich. Also Jesus betete einmal für sich. Was hatte Jesus? Hatte Jesus Angst? Auf jeden Fall. Also Jesus war in einer Zeit, in der er Angst hatte. Er hatte Angst vor der Aufgabe, die ihm bevorstand. Also betete er zum Vater für sich, dass der Vater ihm Kraft schenkt, um diese schwere Prüfung bestehen zu können. Und er betete für seine Jünger, dass sie sehen, dass er der wahrhaftige Sohn Gottes ist. Diese zwei Gebete. Und das sollte den Jüngern Trost schenken, wenn sie ihn sterben sehen. Die Jünger haben gedacht, das ist der König, der alle Leute hier erlösen wird, der die Römer wegfegen wird. Und Jesus betete, dass dieses Wissen, dass er der Schöpfer ist, ihnen Trost schenkt in dieser Situation. Wurde das Gebet Jesu erfüllt? Vers 2. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Also Jesus geht mit diesen drei Jüngern auf den Berg. Die Jünger fangen an, mit Jesus zu beten. Während Jesus mit ihnen betet, was passiert mit den drei Jüngern? Die schlafen ein. Also sie haben es nicht so lange ausgehalten wie Jesus. Sie sind eingeschlafen. Sie haben auch den Ernst der Lage nicht so erkannt, wie ihn Jesus erkannt hatte. Also die Jünger schlafen ein. Und Jesus betet, dass den Jüngern klar wird, dass er der wahre Sohn Gottes ist. Er betet für sich um Kraft. Und sein Gebet wird erfüllt. Und Jesus wird verklärt, also erleuchtet vom Himmel. In dem Moment, was passiert mit den Jüngern? Die Jünger werden wach. Die Jünger sind hellwach und sehen genau das, was passiert. Sie sehen die Verklärung Jesu, dass Jesus als Schöpfer ihnen gezeigt wird. Und jetzt kommt Vers 3. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Woher wussten die Jünger, dass das Mose und Elia sind? Also es gab damals keine Fotos. Woher wussten die, dass Mose und Elia mit Jesus da stehen? Die haben zugehört. Die haben genau zugehört und konnten aus den Gesprächen feststellen, dass das Mose und Elia ist. Was ist passiert? Jesus liegt da, und ich kann jedem empfehlen, dieses Kapitel bei Ellen White zu lesen. Jesus liegt da in Schmerzen und in Trauer und in Angst, weil er weiß, was passieren wird. Er betet zu seinem Vater, und sein Vater schaut von oben auf Jesus herab. Und er überlegt sich, wen soll er schicken? Er muss einen schicken, Jesus muss einer in dieser Situation beistehen. Und er guckt sich alle Engel an. Er geht an allen Engeln vorbei und überlegt sich, wen kann er schicken? Und geht an allen Engeln vorbei und landet bei Mose und Elia. Und er sagt zu Mose und Elia, kommt her, ich habe eine Aufgabe für euch. Und Mose und Elia sagen, okay, was für eine Aufgabe? Und der Vater sagt, Jesus braucht Hilfe. Also schickt er Mose und Elia, und denk mal darüber nach, wen hätte Jesus als besseren Beistand bekommen können als Mose und Elia? Jesus ist als Mensch auf dieser Erde, Jesus ist gekommen, um die Menschen zu retten, und jetzt schickt Gott Jesus Menschen, um ihm beizustehen. Also er schickt Leute, die das alles schon durchlebt haben. Was hat Mose Jesus sagen können? Welche Erfahrung hatte Moses gemacht? Wusste Moses, was es bedeutet, zu früh zu sterben, unerwartet zu sterben? Das wusste Mose. Er hat in das gelobte Land gesehen und er kam nicht rein. Wusste Mose, was es bedeutet, ein ungläubiges Volk vor sich zu haben? Es gab keinen, der das so erlebt hat wie Mose. Wusste Mose, was es bedeutet, entmutigt zu sein, weil dir keiner glaubt? Also Mose hatte dieses Millionenvolk vor sich und keiner hat ihm geglaubt. Keiner hätte Jesus besser ermutigen können als Mose. Also Gott hat die perfekte Person ausgewählt.
Er sagte, und das kann er Jesus gesagt haben, ich weiß, was du durchmachst, genau das gleiche habe ich auch durchgemacht. Mein ganzes Volk, keiner hat mir geglaubt, keiner wollte mir glauben, alle waren gegen mich, ich weiß, was du durchmachst. Ein Mensch ermutigt seinen Schöpfer. Also das ist eine der schönsten Erfahrungen, die man machen kann. Und das ist eine gute Lektion, die wir daraus lernen können. Wenn du treu bist, bist du eine Ermutigung für deinen Erlöser. Das ist das, was wir hier rausziehen können. Wenn du treu bist, bist du eine Ermutigung für deinen Erlöser. Was hätte Elia Jesus sagen können? Was hat Elia erlebt? Wurde Elia von seiner Nation gehasst? Alle hassten Elia. Elia war 3,5 Jahre allein. Er hat fast 3,5 Jahre allein verbracht und er hat auf einem Berg eine seltsame Rettung erfahren. Jesus, und das beschreibt auch Ellen White, und das können wir in der Bibel lesen, er war viel allein. Wenn er Probleme hatte, wenn er nicht wusste, wie es, er hat sich im Gebet zu seinem Vater allein zurückgezogen. Und auf diesem Berg, in diesem Gebet, hat er Rettung erfahren. Und jetzt, Mose, Elia sind da, sie reden mit Jesus und die Jünger sind hellwach. Also ich glaube, dass die kein bisschen mehr müde waren. Die stehen da, die hören zu. Und wer sagt zuerst was? Petrus. Also es gibt ja so sympathische Persönlichkeiten in der Bibel und Petrus ist so die Person, die mir am sympathischsten ist. Es gibt Petrus und Mose, das sind so meine Favoriten, aber Mose ist so ein Mann, ich glaube, da kommt man nicht ran, aber Petrus, das ist so wirklich einer, der einem sympathisch ist. Petrus fing an und sprach zu Jesus, also wieder Petrus als erster, Herr, hier ist gut sein, willst du, so wollen wir dir 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Was hat er gedacht? Was hat Petrus gedacht? Das ist es. Die beiden sind gekommen, um Jesus zu unterstützen. Jetzt wird das Königreich aufgebaut werden. Das war die Antwort auf deren Gebete. Jetzt ist Elia da, er wird das Königreich verkündigen. Mose ist da, er hat Erfahrung. Mose und Elia werden Jesus darin unterstützen, dieses Königreich aufzubauen. Und Petrus vom Schlafen kommt er direkt zum Planen. Also das, was war Petrus war. Er hat direkt geplant, er hat keine Pause gemacht, gar nichts. Also er war direkt dabei. Und er redet und plant und sagt, hier können wir die Hütten bauen und wir werden dieses tun und jenes tun. Und was passiert? Der nächste Vers. Als er noch so redete, also Petrus hört gar nicht auf zu reden, siehe, da überschattet sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Also Petrus redet und redet und redet und Gott kommt und sagt zu Petrus, höre auf Jesus, das ist mein Sohn. Das ist das, was Gott Jesus gesagt hat. Höre auf Jesus. Was ist dann passiert? Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Immer wenn Gott geredet hat, als Gott zu seinem Volk Israel geredet hat, was hat das Volk Israel gemacht? Die hatten Angst bekommen und haben sich gefürchtet und haben Mose gesagt, rede du mit Gott, weil wir haben Angst, wenn Gott weiterredet, werden wir alle sterben. In diesem Punkt, Gott kommt, er redet zu Petrus, er redet zu den Jüngern und sie haben Angst und fallen hin. Und was tut Jesus in Vers 7? Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Er richtet sie auf, sie richten sich langsam auf. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Also die Jünger richten sich wieder auf, Jesus ist allein und sie dachten, das Königreich kann jetzt aufgebaut werden. Und das dachten sie immer noch. Und wenn ihr das Interessante ist, wenn man in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 6 liest, was ist passiert? Wir sind schon in der Apostelgeschichte, Jesus ist gekreuzigt, Jesus ist wieder auferstanden. Und dann sagen die Jünger, und jetzt ist Zeit, das Königreich aufzubauen. Selbst zu diesem Zeitpunkt, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, hatten sie immer noch dieses falsche Weltbild, dass jetzt das Königreich aufgerichtet werden wird. Also eine komplett falsche Vorstellung, was passiert. Die Nacht ist vorbei, Mose und Elia sind wieder weg, sie sind zur Ermutigung Jesu da gewesen, sie gehen mit Jesus zurück, sie wissen nicht, was sie denken sollen. Jesus, Jakobus, Johannes, sie wissen nicht, was wirklich passiert ist, sie wissen nicht, was sie denken sollen und sie sind still. Und auf Seite 243 im Leben Jesu schreibt Ellen White einen interessanten Satz.
In Gedanken versunken, schwiegen die Jünger in ehrfürchtiger Scheu. Also sie gingen den Weg runter. Selbst Petrus sprach kein Wort. Super. Also selbst Petrus sprach kein Wort. Und jetzt sagt Jesus in Vers 9, und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden wird. Also das wird schwer. Wenn du sowas Tolles erlebt hast mit Jesus und Jesus sagt dir, sag keinem etwas, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und dann sagt er Folgendes, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Also die Jünger verstehen nicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Und auf einmal verstehen die Jünger, was Jesus meint. Und erklärt wird es in Vers 13. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen geredet hatte. Und jetzt sind wir wieder bei dem Weltbild. Also die Jünger verstehen, dass er von Johannes, dem Täufer, redet. Elia ist Johannes der Täufer. Und dann denken sie, wenn Elia der Johannes der Täufer ist, dann kann es wirklich sein, dass Jesus, wenn er davon spricht, dass er getötet wird, das ernst gemeint hat. Sie haben diese Aussage nicht verstanden und jetzt sagen sie, okay, vielleicht hat Jesus es doch ernst gemeint, als er sagt, er wird sterben und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Sie sind auf dem Weg nach unten, es ist morgen, sie haben die Nacht dort verbracht, sie haben Mose, sie haben Elia gesehen, sie wissen nicht, was sie denken sollen, sie sind total durcheinander und sie kommen in eine Situation, die sie aus dieser Ruhe völlig rausbringt. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel ihm zu Füßen. Und wir sehen dort, dass es um einen Vater geht, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, bitte hilf mir, mein Sohn ist krank und keiner kann ihm helfen. Das ist die Situation. Also Jesus war in Ruhe mit seinen Jüngern, mit seinen Dreien. Und jetzt kommt er nach unten und findet eine Situation vor, in der auf einmal der Vater zu ihm kommt und sagt, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Also diese 9 Jünger, die unten geblieben sind, konnten nichts tun. Jesus aber antwortet und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Also wir haben einen Vater, der sich um seinen Sohn sorgt, der sagt, Jesus, bitte, es geht hier um meinen Jungen, was sollen wir tun? Und wenn wir das Gleiche in Lukas und in Markus durchlesen, dann merken wir, dass die Schriftgelehrten sich auch dort mit eingeschaltet haben, dass die Schriftgelehrten sich über die Jünger lustig gemacht haben, dass die Jünger wussten nicht, was sie tun sollen. Und es war richtig ein Kampf zwischen Schriftgelehrten und zwischen den Jüngern, was mit diesem Jungen passiert. Aber wen haben sie aus den Augen verloren? Den Jungen. Der Junge, der dort auf dem Boden lag, der sich teils ins Feuer, teils ins Wasser geworfen hat. Sie haben völlig diesen Jungen aus den Augen verloren. Es ging nur noch darum, warum konnten wir ihn nicht heilen? Die Schriftgelehrten haben sich lustig gemacht. Das Volk hat sich auf Seiten der Schriftgelehrten geworfen. Und das war auf einmal eine Stimmung da. Und Jesus kommt mit seinen Jüngern in genau diese Stimmung. Und er sagt, geht weg von mir. Wie lange soll ich bei euch sein? Bringt mir den Jungen. Und Jesus bedrohte ihn in Vers 18 und der böse Geist fuhr aus von ihm und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Also Jesus kommt, er sieht das, er spricht zu dem Jungen, der böse Geist fährt aus und der Junge ist gesund, sofort. Jetzt kommen die Jünger zu Jesus. Da traten seine Jünger in Vers 19 zu ihm, als sie alleine waren. Also die Jünger warten, bis sich alles beruhigt hat. Sie kommen zu Jesus, als sie alleine waren und fragen ihn, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und jetzt hören alle zu. Die 3, Petrus, Jakobus und Johannes sind dabei, die 9 Jünger sind dabei, Jesus ist da und sie sagen, Jesus, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum nicht? Du hast uns die Macht gegeben und Verse vorher wissen wir, dass Jesus seine Jünger dazu bemächtigt hat, diese Sachen zu tun. Und Jesus sagt, okay, oder die Jünger sagen, warum konnten wir es nicht tun? Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und das ist so der Höhepunkt dieses Kapitels in Vers 20.
Er sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Warum gebrauchte Jesus diese Worte? Warum benutzt Jesus hier ein Senfkorn? Warum sagt er, wenn der Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, könnt ihr diese Berge versetzen? Warum benutzt Jesus diese Worte? In welcher Situation waren die Jünger? Wenn wir Kapitel vorher studieren, dann sehen wir, dass die Jünger unsicher waren, die Jünger waren stolz. Mit welchen Gedanken haben die Jünger sich beschäftigt? Wer ist hier der Größte? Also die Jünger haben ständig daran gedacht, wer ist der Größte unter uns? Es kamen Leute zu den Jüngern, die das Wort Gottes gepredigt haben und die Jünger haben gesagt, komm mit und schließe uns an. Und der Mann sagte, nein, ich mache das alleine. Nee, dann darfst du nicht predigen. Also die Jünger haben von oben herab auf das Volk Israel geguckt oder auf die Juden geguckt. Die waren stolz, die waren eifersüchtig auf andere. Und zu diesen Jüngern spricht Jesus. Drei Jünger sind mit Jesus auf dem Berg. Sie sind oben auf dem Berg, 9 bleiben zurück. Und diese 9, die zurückbleiben, streiten sich, wer ist der Größte, sie lehnen sich untereinander ab. Und jetzt kommt die Möglichkeit zur Mission. Jetzt kommt die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen. Und dieser kranke Junge kommt mit seinem Vater. Und warum können sie ihn nicht heilen? Warum nicht? Was sagt Jesus? Jetzt kommt die Möglichkeit, anderen zu helfen und das Bild der Jünger mit Unsicherheit, mit Stolz, mit Eifersucht, mit Neid, alles ist da. Warum schaffen die 9 es nicht, diesen Jünger zu heilen? Und Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich hinweg. Und Jesus spricht, und das beschreibt Ellen White ganz gut nochmal im Leben Jesu, dass die Jünger jetzt diese Möglichkeit des Dienens bekommen haben, aber wegen ihrer Probleme, die sie untereinander hatten, ihr Glaube nicht ausreichte. Und sie machten alles richtig. Sie haben die richtigen Worte gewählt, sie haben die richtigen Verse gelesen. Alles war richtig, was die Jünger gemacht haben, aber es war keine Kraft dahinter. Egal, was sie gemacht haben, sie haben die richtigen Worte gewählt, es war keine Kraft. Warum? Weil sie die ganze Zeit darüber nachdenken, was auf dem Berg passiert, auf dem sie nicht sind. Also die Jünger haben die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum sind wir nicht da oben? Warum nimmt Jesus diese 3 mit und warum sind wir hier? Und wenn, als dieser Junge, dieser kranke Junge mit seinem Vater gekommen ist, als sie die Möglichkeit hatten, Gutes zu tun, sind sie dazu nicht in der Lage, weil ihnen die Kraft fehlt. Wenn die Jünger fragen, warum können wir nichts tun, sagt Jesus ihnen hier mit Vers 20, weil ihr immer an diesen Berg denkt. Die ganze Zeit macht ihr euch Gedanken darüber, warum bin ich nicht da oben? Warum bin ich nicht derjenige, den Jesus ausgewählt hat? Ihnen fehlt die geistliche Kraft. Und wir sehen, die Berge, von denen Jesus redet, das sind keine Berge, das sind Hindernisse, die uns im Wege stehen, wenn wir anderen Menschen dienen wollen. Welche Hindernisse habe ich im Leben, wenn ich anderen Menschen helfen will? Ich sage euch, wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin. Welches Hindernis habe ich im Leben, was mich stört, anderen Menschen zu dienen? Was behindert mich im Leben, anderen Menschen zu helfen? Wo bist du in dieser Geschichte? Wo findest du dich in dieser Geschichte wieder? Bist du Petrus? Wir haben verschiedene Charaktere kennengelernt. Ist dein Plan vielleicht nicht Gottes Plan? Petrus hat geplant und geplant und geplant, bis Jesus zu ihm kam und sagte, oder bis Gottes Stimme kam und sagte, hör mir zu. Petrus hatte seine bestimmte Art und Weise. Schaust du nicht auf Gottes Art und Weise, sondern versuchst du deinen Weg durchzuboxen. Bist du Petrus und machst dir Gedanken mehr um das irdische Königreich als um das Königreich, was Gott aufbauen will? Bist du Petrus, der sagt, nee, ich will, dass das genau so läuft und wenn es nicht so läuft, dann will ich mit euch nichts mehr zu tun haben? Bist du Petrus, der sagt, es geht immer nur um mich und nicht um dich? Wo stehst du? Bist du Petrus? Oder bist du vielleicht einer,
der drei Jünger, die geschlafen haben. Bist du jeden Sabbat in der Gemeinde, alles ist wunderbar, aber du schläfst schön, machst dir Gedanken um das, was morgen passieren wird oder vielleicht ums Mittagessen. Viele von uns sind in der Gemeinde und merken nicht, dass sie die schlafenden Jünger sind. Bin ich Petrus? Will ich meinen Willen durchboxen? Oder bin ich einer der drei schlafenden Jünger, die am Anfang vielleicht Begeisterung hatten, aber diese Begeisterung im Laufe der Zeit ein bisschen verklungen ist? Wo bin ich? Oder bist du einer der neun? Wir haben Petrus, wir haben die drei, wir haben die neun Jünger. Oder bist du einer der neun Jünger und du versuchst für Gott zu arbeiten, du versuchst auch ein Christ zu sein, aber du hast keine Kraft. Und warum hast du die nicht? Weil dir Berge im Wege stehen. Weil du Hindernisse in deinem Leben hast, die einfach nicht zulassen, dass du für Gott arbeiten kannst. Es ist Eifersucht. Warum muss immer der vorne stehen? Warum ist der Diakonieleiter? Warum muss immer der übersetzen? Ich kann viel besser Englisch. Was steht mir im Weg, dass ich die Kraft Gottes wirklich bekomme? Was stört mich? Was steht mir persönlich im Weg? Was ist mein persönlicher Berg? Eifersucht, mit welchem Bruder komme ich nicht zu reden? Wir sehen nur Konkurrenz. Die Neuen hatten nichts anderes im Kopf als die Konkurrenz untereinander. Was ist mein Berg? Welcher Berg steht dir im Weg? Muss es etwas in der Gemeinde sein oder ist es mein Beruf? Bin ich so eingespannt im Beruf, dass ich überhaupt keine Zeit mehr habe für irgendwas anderes? Bin ich so beschäftigt, dass ich den anderen nur sage, ihr versteht das nicht? Immer wenn man gefragt wird, warum arbeitest du so viel, du verstehst das nicht. Also was ist mein persönlicher Berg? Was ist, bin ich unfreundlich? Ist es Unfreundlichkeit? Sind es geheime Sünden, die andere Leute nicht kennen? Bin ich Petrus? Bin ich einer der drei? Oder bin ich einer der neun Jünger? Unser Gebet heute sollte sein, dass wir Gott bitten, dass uns diese Berge verlassen, dass uns diese Hindernisse verlassen und dass diese Hindernisse uns nicht mehr im Weg stehen, dass wir in Gottes Kraft und Gnade vorangehen können. Wir wollen vorangehen, wir beten dafür, aber es stehen uns Sachen im Weg, die uns behindern. Bist du Petrus? Bist du einer der drei? Bist du einer der neun? Oder bist du vielleicht der Vater? Wir haben noch den Vater in der Geschichte. Gibt es jemanden, der dir nahesteht und der große Probleme hat? Kennst du jemanden, vielleicht auch in der Gemeinde, der vielleicht nicht realisiert hat, dass es ihm schlecht geht oder dass er Probleme hat? Ist jemand, um den du dich so sorgst und du das Gefühl hast, es ist keine Hilfe da? Du möchtest sehen, dass es ihm besser geht, dass er gerettet wird, aber irgendwie scheinst du da nicht vorwärts zu kommen und du beten musst, Herr, bitte hilf meinem Unglauben. Was ist mein Berg? Oder bist du vielleicht, und das ist die letzte Möglichkeit, bist du der Junge? Bin ich der Junge, der gefangen am Boden liegt, in seiner Sünde gefangen und nicht weiß, wie er da rauskommt? Kann es sein, dass auch bei uns in der Gemeinde hier es Leute gibt, die hilflos und machtlos auf dem Boden liegen und sich nicht bewegen können? Die gerne um Hilfe bitten würden, aber Angst haben, in der Gemeinde ausgelacht zu werden? Kann es sein, dass wir Hilfe in der Gemeinde brauchen, dass ich Hilfe nötig habe, aber die Gemeinde nicht in der Lage ist, mir diese Hilfe zu geben? Wo stehe ich? Was sind meine Berge? Kann es wirklich sein, dass einer bei uns hier am Boden liegt, dass er Angst hat, einfach seine Hand auszustrecken? Wir haben heute Hoffnung gesehen. Wir haben gesehen, was passiert ist. Ellen White hat geschrieben, dass Jesu Wunsch war es, dass die Jünger alles mitgekriegt haben, aber die Jünger sind eingeschlafen. Die Jünger hätten mitkriegen sollen, wie Jesus gebetet hat und wie durch dieses Ringen und durch dieses Gebet die Antwort Gottes direkt gekommen ist. Aber die Jünger haben nur den Schluss mitgekriegt. Wir haben das Vorrecht, wirklich das Komplette mitzukriegen und zu lesen. Wir haben gesehen, dass es Hoffnung gibt, dass Jesus zu uns kommt. Wir haben gesehen, dass Jesus zu seinem Vater gebetet hat und dass der Vater ihm sofort die beste Lösung geschickt hat. Er hat Mose geschickt, er hat Elia geschickt. Bessere hätte es nicht. Es hätten keine besseren sein können. Heute haben wir gesehen, dass es Hoffnung geben kann, egal ob wir Angst haben. Wir haben gesehen, dass Petrus Hoffnung hat, dass die drei, dass die neun, dass der Vater, der Sohn, egal um wen es geht, es ist Hoffnung da. Wir haben sogar gesehen, dass Jesus Angst hatte.
und dass Jesus gebetet hat in seiner Angst. Er war alleine, Jesus war völlig alleine und er hat den Vater darum gebeten, wenn es möglich ist, wie kann ich da rauskommen? Gib mir Kraft, dass ich das schaffe. Jesus kommt zu dem Jungen und der böse Geist ist direkt weg. Jesus betet und der böse Geist ist weg. Jesus bittet seinen Vater um Hilfe und sein Vater schenkt ihm schnellstmöglich die beste Hilfe. Warum war Jesus auf dem Berg? Er war auf dem Berg, weil er für seine Jünger gebetet hat und weil er Angst hatte um sich selber. Jesus hat für sich gebetet. Und diese Botschaft, das ist eine Botschaft, die wir heute mitnehmen sollten. Wenn wir Angst haben, wenn irgendwas in unserem Leben problematisch ist, egal ob ich Petrus bin, wenn ich weiß, ich habe Probleme, ich möchte unbedingt, dass es nach meinem Willen geht, ob ich ein Schlafender bin oder ob ich einer bin, der mit allen anderen Probleme hat, ob ich der Vater bin, der weiß, es gibt jemanden, um den ich mich wirklich sorge, oder ob ich am Boden liege wie dieser Junge und machtlos ist und nichts tun kann. Wenn wir Gott um Hilfe bitten, hat Jesus versprochen, wird die Hilfe direkt kommen. Wir haben häufig Angst und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und Jesus hat uns versprochen, dass Hilfe direkt da ist. Vor einiger Zeit passierte in England ein sehr trauriges Ereignis. Ein betrunkener Autofahrer stieß frontal mit einer jungen Frau zusammen, wobei die Frau tödlich verunglückte. Sie hinterließ ihren Ehemann und dessen vierjährige Tochter. Am Abend nach der Beerdigung brachte der Vater seine kleine Tochter ins Bett und während er mit seinen ungeschickten Fingern versuchte, die Knöpfe ihres Pyjamas zuzuknöpfen, wurde es plötzlich dunkel, der Strom war ausgefallen. Der Vater sagte zur Tochter, bleib du hier, bis ich in den Keller gehe und den Strom wieder einschalte. Die kleine Tochter wollte aber im Dunkeln nicht alleine bleiben, also nahm der Vater sie auf den Arm und die beiden gingen langsam und vorsichtig die Treppe hinunter. Je tiefer sie hinabstiegen, desto dunkler wurde es und das kleine Mädchen klammerte sich mit ihren kleinen Händchen noch fester um den Hals des Vaters und sagte, es ist sehr dunkel, aber ich habe keine Angst, denn mein Vater ist bei mir. Der Vater schluckte, drückte seine kleine Tochter ganz fest und sagte, ja, es ist sehr dunkel, aber ich habe keine Angst, denn mein Vater ist bei mir. Amen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns versprochen hast, dass wir dich in jeder Not anrufen können und dass du direkt bei uns bist und uns erretten willst. Du weißt, wo jeder einzelne von uns steht, ob wir Petrus sind, ob wir einer der drei schlafenden Jünger sind, ob wir Probleme untereinander haben oder ob wir irgendwelche Hindernisse im Leben haben, die uns davor abhalten, zu dir zu kommen. Du weißt, ob es Menschen in unserem Leben gibt, die Hilfe brauchen. Und du weißt auch, ob wir vielleicht am Boden liegen und es uns unangenehm ist, um Hilfe zu bitten. Bitte sei du mit uns und sei du auch mit uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde bilden, in der es möglich ist, dass wir mit allen Problemen zu dir kommen können. Segne du uns und ich bitte dich, dass du wirklich uns berührst, dass du alle Hindernisse aus unserem Leben wegschaffst und dass du dazu beiträgst, dass wir mit dir im Leben voranschreiten können. Und ich danke dir für alles in deinem Namen. Amen. Amen.